Herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema Azure Virtual Desktop. Wir sind immer noch am Bereitstellen vom Storage Account. Das heißt, wir haben den Storage Account schon bereitgestellt. Wir haben ihn auch hinzugefügt mittels Computerkonto zu unserem Active Directory. Jetzt geht es darum, die Berechtigungen zu konfigurieren. Lassen Sie uns doch gleich weiterarbeiten. Ich befinde mich hier in der Azure Desktop App. Und ich öffne wieder die Session zu meinem Domain-Controller, damit wir weiterarbeiten können in unserem PowerShell-Skript. Wir müssen nun mit dem Azure Active Directory arbeiten. Damit Sie die notwendigen Commandlets haben, setzen Sie den Cursor auf die Zeile 110, damit Sie das Modul Azure AD installieren können, falls das bei Ihnen noch nicht vorhanden ist. Jetzt müssen wir eine Verbindung aufbauen zu unserem Portal. Dazu verwende ich Connect Azure AD werde die verbindung aufbauen und muss mich hier schnell anmelden das werde ich gleich machen und dann das kennwort noch angeben und die anmeldung ist abgeschlossen wir erhalten das entsprechende resultat zurück gut jetzt brauchen wir informationen zur subscription und zwar explizit brauchen wir die subscription id diese subscription id werden wir speichern in der variablen Dollar Subscription ID. Der Cursor blinkt auf der Zeile 118, führe diese aus und jetzt rufen wir nur die Variable auf Subscription ID, also bzw. Dollar Subscription ID und darin enthalten ist eben die Subscription ID. Nun brauchen wir den Scope. Den Scope und zwar direkt zu unserem File Share und wir sehen den langen Aufbau Subscriptions, dann die Subscription ID, die Variable, die wir eben erstellt haben, dann der Name der Ressourcengruppe, dann brauchen wir die Provider, Microsoft.Storage, Storage Account, dann die Variable Storage Account Name, File Service, Default, File Shares und dann der File Share in Form der Variablen, also der Name des File Shares in Form der Variablen. Nun, wir setzen den Cursor auf die Zeile 119 und führen diese aus. Nun ist diese Variable ebenfalls erstellt. Nun geht es darum, dass wir dem Admin-Konto die Rolle zuweisen Storage File Data SMB Share Elevated Contributor. Diese Rolle werden wir abspeichern in der Variablen Dollar File Share Contributor Role. Diese Rolle brauchen wir, weil die möchte ich dann eben dem WVD Admin zuweisen. Das ist das Konto, welches in meinem Azure Active Directory besteht. Das können wir schnell prüfen indem ich mal zurück navigiere ins Azure Active Directory. Hier ist das Azure Active Directory. Dann geht es zu den Users und bei den Users gibt es ganz unten den WVD Admin. Genau so sieht es aus und so ist es auch. Sehr gut. Also speichern wir die Rolle mit Get Definition und eben wir brauchen die Rolle Storage File Data SMB Shared Elevated Contributor. Macht da Sinn mit diesen Build-in Rollen zu arbeiten? Der Cursor blinkt auf der Zeile 122. Führe diese aus. Die Variable wird erstellt. Sobald diese Variable erstellt ist, suchen wir die Informationen zu unserem wvd-admin-get. Azure AD User Search String ist wvd-admin und wir speichern diese Informationen in der Variablen ab Dollar User. Setze den Cursor auf die Zeile 125. Führe diese aus. Und jetzt schauen wir uns den Inhalt an von dieser Variablen Dollar User. Und wir sehen die Informationen zu diesem Konto WVD-Admin. Das sieht sehr gut aus, außer das Principle ist anders als die Anmeldung, die ich vorhin durchgeführt habe. Ich habe bei der Anmeldung wechsel.onmicrosoft.com verwendet. Ich habe diesem WVD-Admin aber das DNS-Suffix bzw. das User Principle Name etwas angepasst mit meiner benutzerdefinierten Domäne tomwechsel.xyz. Das passt. Jetzt können wir die Rolle zuweisen mit New AC Roll Assignment, minus signInName, dann geben wir an Dollar User, Punkt User Name. Und wir sehen unten, in dieser Variablen ist der UserPrincipalName vorhanden. Dann minus Role Definition, wir geben die Rolle an, und zwar in Form der Variablen mit Punkt Name am Schluss. Dann der Scope, den Bereich, den wir spezifizieren, in Form der Variablen. Wir wollen den Zugriff nur auf den File Share geben. Nicht auf den Storage Account, nein, nur auf den File Share. Der Cursor blinkt auf der Zeile 128, führe diese aus und jetzt wird die Rolle zugewiesen. Wir werden das dann gleich später noch im Portal wieder überprüfen. Jetzt müssen wir Read Access, den WVD bzw. neu heißt es eben den AVD benutzen und auch der Session Host Gruppe zuweisen. Darum wieder die Informationen WVD-AllUsers, Sie erinnern sich, das habe ich hier im Notepad vorbereitet, WVD-AllUsers und der Name der Gruppe mit den Session Host, MSIX Session Hosts, das habe ich hier angegeben. Wir erstellen eine Variable Dollar $groups, achten Sie darauf, dass Sie die Namen in Anführungszeichen schreiben, mit einem Komma getrennt die Gruppen. Der Cursor blinkt auf der Zeile 132, führe diese aus und jetzt werden wir eine neue Variable anlegen, und zwar Dollar File Share Contributor Role und zwar nicht mehr Elevated, Sie sehen hier Share Elevated Contributor, sondern Storage File Data SMB Share Reader. Genau das wollen wir. Wir erstellen die neue Variable, führe die Zeile 135 aus, die Variable wird erstellt, und anschließend geht es dann mit einer forEach-Schleife durch, das heißt, in dieser Schleife wird dann eben das Recht, diese Rolle den beiden Gruppen zugewiesen. Das funktioniert mit der Zeile 138 bis mit 141. Ich denke, das sollte soweit klar sein. Führe diese Zeilen aus und die Berechtigung wird gesetzt. Nun, die Bereitstellung ist fast abgeschlossen. Es gab einen kleinen Fehler und ich vermute, ich habe den Fehler auch entdeckt. Und zwar, hier get Azure AD Group Search String Dollar, nicht Dollar Group, sondern Dollar Groups. Ich habe hier das S vergessen. Ich markiere nochmals die Zeile 138 bis und mit 141, führe diese aus und immer noch eine Fehlermeldung. Ich habe im Hintergrund ein kleines Troubleshooting durchgeführt. Also zuerst einmal, hier ist alles richtig im Skript. Ich habe mich da nicht vertippt. Es heißt ja eine Schleife Dollar Group in Groups. Also das ist mal in Ordnung. Dann ist diese Variable korrekt. Aber das Problem liegt gar nicht. Beim PowerShell-Skript, sondern das Problem lag bei Azure AD Connect. Azure AD Connect war nicht gestartet, das heißt, die Sicherheitsgruppe, die ich angelegt habe, die ist gar nicht synchronisiert worden. Diese Sicherheitsgruppe, die habe ich schon länger angelegt, die ist mittlerweile synchronisiert worden ins Azure Active Directory. Diese Sicherheitsgruppe aber nicht. Darum musste ich zuerst das Problem beheben mit Azure AD Connect. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da ein Delta starten können oder ob der Sync-Job immer noch läuft. Sie sehen, das Delta wurde jetzt ausgeführt. Das heißt, unsere Gruppe müsste dann entsprechend angezeigt werden hier in Azure Active Directory. Und wir navigieren ein wenig nach unten. Und jetzt sehen Sie, MSI X Session Host, jetzt ist diese Gruppe da. Die war gar nicht verfügbar. Darum kam die Fehlermeldung, dass die Objekt-ID nicht vorhanden ist. Wir sehen hier Group ID und da ist Objekt-ID und wir sehen, dass dieser Wert null ist. Sie sehen, der Argument ist null or empty. So funktioniert es natürlich nicht. Aber es wurde die Gruppe WVD-Allusers, die wurde konfiguriert. Das heißt, ich navigiere zurück zu den Storage Accounts, anschließend zu unserem Storage Account, dann zu den File Shares. Dann haben wir hier MSIX File Share. Und dann navigieren wir zu Access Control IM und dann wählen wir Role Assignments aus. Und ganz unten sehen wir WVD All Users. Diese Gruppe wurde hinzugefügt, weil es diese Gruppe in Azure Active Directory bereits gibt. Also, jetzt werde ich diese entfernen, damit wir im Prinzip das Szenario nochmals wiederholen können. Ich wähle da Remove aus. Diese Gruppe ist nicht da. Wir sehen aber übrigens der WVD-Admin, der wurde hinzugefügt, Storage File Data SMB Share Elevated Contributor. Das haben wir mit dem powershell skript konfiguriert. Gut, gehen wir nochmals zurück. Ich markiere nochmals die Zeilen 138 bis und mit 141. Und jetzt sollte diese Zuweisung funktionieren, weil das Objekt ist da. Beide Objekte sind vorhanden in Azure Active Directory. Und nun startet die erste Zuweisung und wir sehen, es hat funktioniert. Session Host, MSIX Session Host wurde hinzugefügt und wir gehen weiter nach oben, WVD-All Users. Wir haben jetzt erfolgreich diese Rolle hinzugefügt und jetzt gehen wir selbstverständlich nochmals zurück. Wir wählen hier die Refresh-Funktion aus und jetzt sehen wir diese beiden Gruppen mit der Berechtigung Storage File Data SMB Share Reader. Also das PowerShell-Skript funktioniert einwandfrei. Da gab es nichts anzupassen. Ich habe mich da nicht vertippt, hätte mich allerdings nicht gewundert, wenn ich hier das S vergessen hätte. Nein, es ging um Azure AD Connect. Das hat mir einen kleinen Streich gespielt. Jetzt müssen wir diese Freigabe aufrufen, damit wir noch die NTFS-Berechtigungen konfigurieren können. Das habe ich hier vorbereitet. Sie brauchen zuerst einmal den Storage Account Key und dann können Sie mit diesem Block können Sie den File Share verbinden und dann in Windows Explorer aufrufen. Das können Sie selbstverständlich auch direkt über das Azure Portal. Wenn Sie im File Share sind, navigieren Sie hier zur Übersicht, wählen Connect aus und dann wählen Sie das Betriebssystem aus. Sie wählen hier beispielsweise Storage Account aus und dann sehen Sie genau das Skript, welches ich eben auch in meinem PowerShell Skript schon vorbereitet habe. Also, wir brauchen den Storage Account Key, setzen den Cursor auf die Zeile 144. Jetzt müsste darin enthalten der Storage Account Key sein. Wir rufen die Variable auf Dollar Storage Account Key. Sie sehen, da ist der Storage Account Key. Und jetzt wählen wir diesen Bereich aus, die Zeile 147 bis und mit 154. Das ist nichts anderes als das, was ich Ihnen eben im Portal gezeigt habe. Führe diese Zeilen aus und jetzt wird der Share verbunden dauert ein paar sekunden und anschließend können wir die freigabe im windows explorer anschauen sie sehen das wurde erfolgreich ausgeführt wir öffnen den windows explorer nun navigieren wir zu this pc und wir navigieren ein wenig weiter nach unten und die freigabe wird nicht angezeigt und jetzt möchte ich ihnen zeigen warum weil wir haben diese powershell ise umgebung mittels Administrator gestartet bzw. ich habe sie als Administrator gestartet. Das funktioniert natürlich nicht, weil die ISE läuft im Kontext vom Administrator. Also wenn wir jetzt das Ganze wiederum in die Zwischenablage kopieren und das Ganze dann aufrufen, aber nicht als Administrator, dann funktioniert das Ganze. Jetzt werden wir aber diese Verbindung wieder entfernen mit netuse t -slash delete. Diese Verbindung möchten wir nicht mehr. Und jetzt verwende ich eben eine ganz normale PowerShell, aber nicht als Administrator gestartet, sondern als ganz einfacher Benutzer. Ich habe das im Hintergrund ausgeführt und jetzt navigiere ich wieder zum Windows Explorer und jetzt sehen wir unseren File Share. Sehen Sie, jetzt wird er angezeigt. Also achten Sie darauf, wenn Sie die Verbindung aufbauen, dass Sie eine Konsole verwenden ohne erhöhte Rechte, sonst sehen Sie den Share nicht, weil er mit einem anderen Kontext verbunden wird. Jetzt geht es darum, die NTFS-Berechtigung zu konfigurieren. Rechtsklick, ich wähle Properties aus, dann navigiere ich zu Security und hier fügen wir den WVD-Admin hinzu. Ich wähle Edit aus, dann Add. Jetzt gebe ich ein WVD, wähle Check Names, da ist der WVD-Admin, OK, OK und der WVD-Admin soll Full Control erhalten. Apply. Dann bestätigt die Meldung, es geht da um die Vererbung, das ist in Ordnung. Und dann OK und OK. Jetzt navigieren wir in den Share und wir legen einen neuen Ordner an. Der Ordner soll heißen MSIX und dann Package. Darin werden wir dann die Informationen, das Paket, sage ich jetzt mal, ablegen. Und wir müssen diesem Ordner auch wieder Berechtigungen zuweisen. Und zwar Rechtsklick, dann wähle ich Properties aus, Security und jetzt brauchen wir zuerst einmal die WVD-All-Users. Ich wähle Add aus. Dann suchen wir wvd-all und dann check names. Ich wähle OK aus und es braucht die Berechtigung. Und zwar Read und Execute, List Folder Contents und Read. Das ist in Ordnung. Ich wähle Apply aus. Und jetzt nochmals Add. Und jetzt suchen wir unsere Session-Host-Gruppe. Darum wähle ich hier Objekt-Types aus, Computers. Und jetzt brauchen wir unsere Multi-Session-Host-Gruppe und zwar mit dem Namen MSIX. Check Names, da ist die Gruppe. MSIX Session-Host, ich wähle OK aus. Und auch diese Gruppe braucht das Recht Read Execute, List Folder Contents und Read. Das ist in Ordnung. Apply und OK. Diese Berechtigungen sind notwendig, damit dann die Benutzer mit MSIX App Attach arbeiten können, Sie brauchen die notwendigen NTFS Berechtigungen auf diesen Ordner und diese Vorbereitung haben wir nun abgeschlossen. Das heißt, ich kann nun diese Freigabe entfernen. Ich habe da einen anderen Buchstaben verwendet und zwar das Z. Ich verwende da net use z:/.delete, um diesen Share wieder zu entfernen. So. Und jetzt haben wir aus Sicht vom Storage Account, vom File Share Berechtigungen, alle Vorbereitungen abgearbeitet. In einer nächsten Session werden wir dann die nächsten Voraussetzungen miteinander besprechen und zwar geht es um Zertifikate.